willkommen zu einem neuen Video, weil viele gefragt haben, wann wir das Back to School Video machen. Fahren ich und Mama heute wohin und kaufen alle Sachen, die wir für die Schule brauchen. Und auch wenn noch Sommerferien ist, schaut das Wetter so aus. Regen, Regen, Regen. Genau, Leute. Und zwar, es ist noch ein bisschen hin, bis die Schule wieder anfängt, aber wir sind jetzt schon 2 Wochen im Urlaub und kommen erst kurz vor Schulbeginn wieder und haben uns gedacht, wir machen das einfach heute, weil das Wetter schlecht ist, aber jetzt übernimmt Isi wieder, weil Mama muss Auto fahren. Wieso machen die ganze Zeit so? Keine Ahnung. Und ich habe noch eine kleine Challenge für euch. Schafft ihr es, in 5 Sekunden den Daumen nach oben zu geben, die Glocke zu aktivieren und zu abonnieren. Wow! Und jetzt geht's los. So, wir haben uns gedacht, gönn mal und haben uns jetzt, boah, es ist so laut hier, aber wir haben alles fertig eingekauft. Isabel kriegt die Kiste nicht auf, macht nichts. Du hast 6 gekauft? Gönn mal, hat Mama sich gedacht. Für dich 2, für die anderen 2. Ungefähr. Echt jetzt? Nein. Also lass dir schmecken, such dir einen aus. Welchen nimmst du denn? Ich glaube, was ist das denn? Nein. Strawberry Frosted. Ist irgendwas. Da ist eine Füllung drin, gell? Weiß ich nicht. Ist da auch so, Leute, wir müssen essen. Bis gleich. Hallo, ihr Lieben. Ihr wisst ja, dass wir gestern alles für das neue Schuljahr gekauft haben, für die 4. Klasse. Nur ein paar Sachen fehlen uns noch, weil wir kriegen einen neuen Lehrer oder eine Lehrerin. Und ja, der sagt ja dann immer auf einer Liste, was man noch alles braucht. Wir haben ihm das gekauft, was man immer so in der Schule braucht, und mein Schulranzen so ein bisschen durchgeschaut. Damit auch alles in meinem Schulranzen in Ordnung ist, weil wir fahren dann in den Urlaub. Wir kommen erst kurz vor Schulbeginn zurück und dann möchte ich, dass alles bereit ist. Ihr wisst ja, wie gesagt, ich komme in die 4. Klasse und meinen Schulranzen kennt ihr ja schon, aber das ist der Scale Raider. Das ist der Scale Raid von Kokosnuss, von Spring eine Pfütze, von der Victoria und Sarina Tour, und ich finde den einfach immer noch mega super cool. Ich finde die Muster so schön, pink und lila. Und ich zeige euch jetzt, was ich alles gekauft habe. Ich habe hier so eine Wichtigmappe in Pink. Ja, und da kommen ja sowas wie Zettel, also Blätter und so rein. Und ja, ich glaube, das kennt jeder. Und ich habe noch eine mega coole Heftschwinger. Der war einfach so süß mit den Lamas drauf. Und den musste ich einfach mitnehmen. Und da ist auch schon was drin. Und zwar ein super cooles Lama-Hausaufgabenheft. Und noch einen Schulkalender. Also diesen Schülerkalender, den kennt ihr ja schon. Den haben wir bei bis A bis Z gekauft. Und der ist einfach auch super cool, weil ich alles das glitzert. Und Leute, ich habe so ein cooles Hausaufgabenheft. Da ist so ein riesen cooles Lama drauf. Und für clevere Faule. Ja. Hier kann man seinen Namen und wo ich hingehe, in welche Klasse. Und hier nochmal alles. Ja, und hier einfach. Hier stehen auch Tipps drin für Schüler, die ganz interessant sind, und auch fürs Internet. Und ansonsten ist es auch nur ein ganz gewöhnliches Hausaufgabenheft.
dann habe ich noch das wieder am Happy End. Das kennt ihr vielleicht in dem Video, wo ich den Preis erraten musste. Ich zeige euch mal, was in dem Mäppchen drin ist. Hier. Ich habe die Metallic Textmarker gekauft. Das Lineal. Bleistifte. Den Kleber. Und noch cooles Washi-Tape. Und so mega cooles Washi-Tape mit goldenen Wolken. Und das finde ich auch richtig schön. Ihr könnt noch einen kleinen Blick in den Rest reinwerfen. In den Rest reingucken. Aber es ist ja noch relativ neu und deswegen habe ich noch nicht so viel da benutzt. Hier die Holzstifte und die Filzstifte. Und ich habe hier noch das passende Federmäppchen dazu, weil ich habe so viel Kram noch. Das ist dann sozusagen das Lampermäppchen. Da ist hier meine Schere, Tintenpatronen. Sowas, alles was mit Feinlinern so ist. Mein Dreieck. Und hier noch so richtig coole Radiergummis, sind so Bücher. Eine Tippex-Maus, so schaut die aus. Kleber. Und einen Spitzer. Und richtig coole Filzstifte. Das ist jetzt zum Beispiel eine braun, schwarz. Und die malt dann auch schwarz und wenn man mit dem weißen Stift drüber geht, dann wird das rot. Ich hole mal schnell ein Papier und dann seht ihr es. Hier, ich mal der jetzt. Hier, das ist braun. Jetzt kommt der weiße Stift und es ist rot. Und das finde ich richtig cool. Und Leute, was ist das Wichtigste in der Schule? Die Pause! Da habe ich auch was richtig Cooles gekauft. Eine Lama-Brotzeitbox. So schaut die aus. Ich finde die richtig süß. Innen drin, was auch ganz cool ist, hier ist so was zum Trennen dabei gewesen. Das ist auch nicht alles, wenn man Butterbrot und Tomaten hat, dann hat man Buttertomaten und das ist nicht lecker. Und noch so eine kleine Gabel war dabei. So schaut es dann aus. Und ich habe Trinkflasche bestellt. Das ist nämlich eine Original Hydro Flask und die werdet ihr auch noch in einem anderen Video sehen. Die hält kalt und warm und die ist einfach richtig cool. Aber wie gesagt, die seht ihr erst in einem anderen Video richtig. Und ich habe noch Aufkleber. So Leute, ich bin ja nicht immer so der Schulfan, aber mit den Sachen bin ich schon richtig motiviert und ich freue mich jetzt schon ein bisschen auf die Schule, weil ich werde meine Freunde auch wiedersehen und ich kann die tollen Sachen benutzen. Jetzt zeige ich euch aber nochmal, wieso ich so coole Aufkleber gekauft habe und so eine langweilige leere Mappe. Die Aufkleber sind wasserfest und ich werde jetzt meine Mappe davon ein bisschen aufpeppen. Und vielleicht habt ihr schon gesehen, eins habe ich schon benutzt. Und zwar das coole Wassermelone-Eis. Ich mache jetzt erstmal die Flamingo hin, weil da habe ich mir schon direkt als erstes überlegt, wo ich den hingehe. We'll be right back.
die schaut mega cool aus. Hier hinten ist nochmal der Flamingo. Ich habe mir gedacht, hier ist das goldene Herz. Also das ist das Herz, das da weggegangen ist. Innen ist der Gold. Ich habe zwar noch ein paar Aufkleber übrig, aber mir fällt da bestimmt noch etwas Tolles ein. Leute, das war's jetzt mit meinem Back to School Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt doch mal in die Community, ob ihr vielleicht das eine oder andere habt, das ich auch gekauft habe. Oder ob ihr euch auch unbedingt so eine Mappe selber machen wollt. Und lasst uns gerne noch einen Daumen nach oben da. Tschüss! Ich kann noch was auf die Brotzeitbox kleben.